find a key to find a place. It'll take creation, imagination. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Birgit von Kreativstempel und freue mich, dass ihr wieder hier vorbeischaut. Heute ist wieder mit Bastel-Challenge-Zeit. Basteln mit Kreativstempel. Wir haben den letzten Freitag im Monat und ich zeige euch heute wieder ganz, 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 ganz schöne, tolle, wunderschöne Karten, die mir eingeschickt wurden. Was ist denn die Mitbastel-Challenge für alle diejenigen, die es noch nicht kennen? Ich stelle jeden Monat eine Aufgabe und wie zum Beispiel jetzt letzten Monat gestalte eine Osterkarte. Ihr schickt mir dann bis zu einem bestimmten Einsendeschluss eure Karte zu bzw. meldet euch vorher an. Dazu findet ihr den Link unter dem Video in der Infobox. Da gibt es einen Link zu meiner Homepage und dort könnt ihr euch anmelden und schreibt einfach eine kurze Nachricht. Ich möchte an der Challenge Nummer 63 teilnehmen und dann bekommt ihr eine Antwort-E-Mail von mir, wo alles Wichtige drinsteht zur Teilnahme und auch die Adresse, wo ihr eure Karte hinschicken könnt. Ja, und dann seid ihr schon dabei. Mit der Anmeldung und der Teilnahme erklärt ihr euch automatisch damit einverstanden, dass ich im nächsten Video eure Karte zeige und euren Vornamen nenne und ihr nehmt automatisch an der Verlosung teil, denn es gibt immer was zu gewinnen. Ja, wie schon gesagt, das letzte Thema war Gestalte eine Osterkarte. Ihr habt ganz, ganz viele Einsendungen mir geschickt, ganz tolle, super schicke Osterkarten. Ihr könnt euch also jetzt zurücklehnen, ganz, ganz viele schöne Osterkarten genießen, viele Ideen sammeln, eine Woche Zeit haben wir ja noch bis Ostern. Vielleicht findet ihr noch die ein oder andere Idee, genießt es und ja, am Ende werde ich die Gewinnerin auslosen. So, zu gewinnen gab es das, noch ganz kurz, meine Osterkarte, das war hier diese Tunnelkarte und das Stempelset Nichts geht über. Aber bevor wir jetzt loslegen, möchte ich euch die neue Aufgabe vorstellen. Und zwar die neue Aufgabe für den Monat April, Challenge Nummer 63, lautet Gestalte eine Funfold-Card. Es gibt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten von Funfold-Cards. Das ist Wahnsinn. Das ist so ähnlich wie mit Pop-Up-Cards. Da gibt es auch ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ebenso bei der Funfold-Card. Google das mal. Wenn ihr bei YouTube einfach Funfold-Card-Anleitung eingebt, dann findet ihr zig verschiedene Möglichkeiten oder auch bei Pinterest. Ich habe erst gestern ein Video hochgeladen für diese Funfold-Card und zwar ist das eine sogenannte Flying Finch Funfold-Card. Das war diese hier, dazu habe ich gestern die Anleitung hochgeladen. Ich verlinke die euch nochmal unten im Video. Also auch das ist eine Funfold-Card und die ist ganz toll. Ich liebe diese Karte. Übrigens nochmal danke an jetzt fällt mir der Name nicht ein. Susan Campfield, genau, die hat diese Karte anscheinend erstellt. So habe ich es jedenfalls verstanden. Das ist immer mit den englischen Videos nicht so einfach für mich. Ja, genau. Und ihr habt die Aufgabe, irgendeine Art Funfold-Card zu basteln. Einsendeschluss ist Donnerstag, der 27. April. Das Video kommt dann am Freitag, den 28. April. Zu gewinnen gibt es einmal meine Karte. Das ist eine Trauerkarte in dem Fall, kann man immer gebrauchen, leider, muss man sagen. Und es gibt zu gewinnen die Stanzformen Sommerblüten. Hier original verpackt, eingeschweißt, unbenutzt, ihr seht es. Ich zeige es euch mal im Original, kennt ihr bestimmt alle. Und das Schöne ist, die kann man auch so verwenden. Also ohne Stempelset oder vielleicht habt ihr sogar das Stempelset. Also ein mega tolles Stanzformenset. Dieses Stanzformenset ist nicht gesponsert worden, sondern es ist aus meinem Bestand. Ich habe das selber gekauft und bezahlt. Dieses Gewinnspiel hat also nichts mit Stampin' Up, YouTube oder sonst wem zu tun. Kein Sponsoring, sondern das ist aus meinem eigenen Bestand von mir bezahlt. Ja, also das ist euer Gewinn. Einmal die Stanzformen, diese Karte. Und eure Aufgabe, gestalte eine Funfold-Card, Anmeldung hier unter dem Video. Und wir legen los. Ich zeige euch alle eingesendeten Osterkarten der letzten Challenge. Nehmt euch also etwas Leckeres zu trinken, lehnt euch zurück und genießt die Inspirationen. Ganz tolle Sachen. Also, los geht's, ihr Lieben. Die erste Einsendung hat mich erreicht. Halt, ich fange hier an. Und zwar von der Steffi. Die Steffi Endpunkt. Mega coole Idee, wie ich finde. Und zwar hat die Steffi zwei Materialien oder zwei
Basteltechniken kombiniert. Sie hat einmal das Basteln mit Stempel und Papier, nämlich hat hier die Karte gewerkelt und sie hat zusätzlich mit Resin gegossen. Ihr seht es hier, mega, mega schöner Osterei-Anhänger, ganz, ganz toll gemacht, hier noch mit Perlen. Und wenn ihr das nicht kennt, das Resingießen mache ich ja auch. Ich habe da auch schon mal ein Video gemacht, wie man diese Resingegossenen oder mit Keraflot gieße ich ja meistens. Also es ist so ein Bastelgips, nenne ich es jetzt mal. Und damit kann man mit Formen halt schöne Sachen gießen. Und ich habe mal ein Video gemacht, wie man die auch bestempeln kann und kolorieren kann. Also man kann da tolle Sachen machen. Ja, mega schön. Und ja, man kann sowas auch auf eine Karte kleben, wenn man nämlich so ein flaches Teilchen wie so ein Anhänger hier wie diese Ostereier hat, ist das eine wirklich tolle, tolle Sache. Sehr schön gemacht. Hier einen Aufleger in Weiß, bestempelt mit, ich nehme mal an, das ist Kirschblüte, frohe Ostern und eine schöne Karte. Und die liebe Steffi hat mir noch ein paar mehr geschickt mit ganz lieben Grüßen. Und zwar hat sie mir hier nochmal zwei, ich möchte jetzt hier nicht abmachen, nochmal zwei Anhänger gemacht. Die kommen auf jeden Fall an meinen Osterstrauß. Das steht schon mal fest. Vielen, vielen Dank dafür. Ganz lieb von dir, liebe Steffi. Und auch hier seht ihr es bestempelt mit, ja, schaut mal in mein Video. Ich habe es auf meinem Kanal. Es geht wirklich toll. Und hier schön gemacht mit den Perlen aufgefädelt. Ganz, ganz toll. Vielen Dank, liebe Steffi. Sehr, 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 sehr lieb. So. Dann habe ich die nächste Karte bekommen von der Martina H. Und die Martina hat hier eine Center Step Karte gebastelt. Ich liebe die ja, die sind ja echt auch cool. Eine ganz tolle Kartentechnik, habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Eine schöne Karte, geht eigentlich ganz einfach zu werkeln und sieht unglaublich toll aus. Und die Martina hat hier ein mega schönes Designerpapier. Ich liebe ja Blautöne. Und ein ganz tolles Papier hier mit so einer Alkohol-Ink-Technik. Also super, super schön. Hier diesen schönen Schmetterling von Stampin' Up, ausgestanzt, einmal Pergament, einmal weißer Farbkarton und hier heiß embossed, schöne Osterfeiertage. Sehr, 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 sehr schön gemacht. Ihr seht, also diese Karte ist wirklich toll. Hier hat man dann drinnen auch Platz noch für liebe Grüße. Hier flattern noch schöne Schmetterlinge. Also eine sehr schöne Karte. Vielen Dank, liebe Martina. Also das ist eine Center Step Card. Mal googeln. So, dann habe ich eine Einsendung bekommen von der Cindy. Und die Cindy hat diese Karte hier geschickt. Das hier mit Alkohol-Ink-Technik im Hintergrund, Aquarelltechnik und dann bestempelt hier mit frohe Ostern und einer schönen Blüte und schon mal eine tolle Karte. Aufleger hier ausgestanzt mit einem gestitchten Rechteck, also mit so einem Stickrahmen. Sehr, sehr schön. Ja, vielen Dank, liebe Cindy. Die nächste Einsendung, die kommt von der Heike, Heike M. Und die Heike hat mir zwei Karten geschickt. Einmal eine Pull-Out Fancy Fold Card. Habt ihr gehört? Das ist eine Fancy Fold Card. Zum Beispiel eine Idee für die nächste Challenge. Mega. Ach Gott, so süß. Dieses Stempelset fand ich mega. Das gibt es ja leider nicht mehr. Auch das Papier war so schön. Das war von Hand gemalt. Passt wunderbar zu Ostern. Und hier, ja, quasi einen Kreis ausgestanzt. Dann hat man hier diesen Klappmechanismus. Deswegen Fancy Fold Card, ne? Und ja, genau hier hinein passt dann diese gleiche Ausstanzung, der Kreis. Mega, mega schöne Karte, ganz toll gemacht hier. Und zwar ist das hier eine ganz normale Karte, ne? Die hier als Einleger reingemacht wurde, dann einmal gefalzt. Also diese Karte ist mega schön und ja, geht eigentlich auch ganz einfach und schnell und macht unglaublich was her. Super, super schön. Hast du auch toll koloriert. Ich nehme mal an mit den Aquarellbuntstiften von Stampin' Up. Die sind nämlich mega schön. Da kann man ganz schnell und flott kolorieren. So, und die zweite Karte ist eine sogenannte Impossible Card. Dafür habe ich auch mal eine Videoanleitung gemacht. Ist schon einige Jahre her. Die war damals total in. Das stellt man hier so auf. Und dann hat man hier diese Karte, hier hinten hat man da noch ein bisschen Platz, um was zu schreiben. Ja, und hier ausgestanzt, frohe Ostern. Ich mag ja diese Farbkombi, ich liebe ja Pastelltöne und deswegen ja,
meine geliebte Minzmakrone. Ihr habt es bestimmt schon gehört, geht leider aus dem Katalog raus. Ich finde es sehr, 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 sehr traurig. Ich war so froh, als sie vor 5 Jahren zurückkam. Das war mal früher eine In-Color-Farbe, sehr beliebt. Dann kam sie vor 5 Jahren wieder zurück in den Katalog. Vermutlich wurde sie zu wenig gekauft. Deswegen, also der Grund, warum Farben rausgehen oder überhaupt Produkte rausgehen, ist ja meistens, ja, weil sie zu wenig bestellt werden, also zu wenig gefragt sind. Und Stampin' Up! Muss ja Platz für neue Sachen machen, sonst ja, hat man ja irgendwann zu viel. Ja, und da geht leider Minzmakrone raus. Schade. Aber gut, dafür kriegen wir viele neue, schöne Farben. Ich habe gestern an meine Kunden die E-Mail rausgeschickt. Wer meinen Newsletter angemeldet hat, der bekommt immer Informationen. Heute früh habe ich euch die Liste geschickt, mit den Auslaufprodukten am 4. April fängt ja der Ausverkauf vom Jahreskatalog und vom Minikatalog an, weil wir ja am 2. Mai schon einen neuen Jahreskatalog bekommen. Also schaut da unbedingt mal rein. Ich habe es auch auf meiner Homepage hinterlegt unter Blog. Da könnt ihr auch mal gucken, da findet ihr das auch alles. Und wenn ihr meinen Newsletter noch nicht abonniert habt, dann geht auf meine Homepage. Dort findet ihr einen Button zum Anmelden, weil da bekommt ihr immer alle aktuellen neuen Informationen für neue Produkte und auch für Aktionen, die ich starte, wenn ich mal wieder einen Workshop to go habe oder irgendein Angebot an euch, findet ihr das auch immer in meinem Newsletter. Ja, jetzt ein bisschen Eigenwerbung. Genau, also diese wunderschönen beiden Karten kamen von der Heike M. Vielen, vielen Dank dafür. Ganz, ganz toll gemacht, liebe Heike. Und ja, du hast mir geschrieben, du dankst mir für diese tollen Mitmach-Challenges. Das freut mich sehr. Also ich freue mich wirklich, wenn ich euch damit eine Freude mache. Und auch mir macht das ja total Spaß. Es ist ja Wahnsinn, was es für tolle Anregungen hier immer wieder gibt. So, die nächste Einsendung kommt von der Monika SCH. Und die Monika hat uns auch hier eine Center-Step-Karte, eine andere Form von einer Center-Step-Karte geschickt. Auch die ist mega toll gemacht hier. Ihr seht es von der Technik her. Ganz, ganz tolle Kartentechnik auch. Könnten wir vielleicht auch mal als Thema nehmen. Und ja, Sinn und Zweck dieser Kartentechnik ist, dass man hier so wunderschön in 3D-Optik verschiedene Motive in Szene setzen kann. Und das ist dir super gut gelungen, liebe Monika. Hast du ganz toll gemacht. Wir haben hier ein Stempelset aus den vergangenen Jahren. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es heißt. Das war mega toll. Und ja, das eignet sich natürlich hervorragend für Ostern. Mir fällt es jetzt nicht ein, wie es heißt. Auf jeden Fall waren das zwei verschiedene Sets, die ähnlich waren und die passen hier mega toll. Also hast du auch super toll koloriert mit den Aquarellbuntstiften. Sehr schön gemacht. Ich finde ja diese Eier hier auf den Füßen ganz toll. Und wir haben hier eine schöne frühlingshafte Farbkombi mit Lila-Tönen und pastelligen Designerpapier. Mega schön gemacht. Die Sprüche sind nicht von der Stange und nur für dich. Du bist das Gelbe vom Ei, genau. Ich glaube, das Gelbe vom Ei hieß es. Ja, ich glaube, so war es. Ja, frohe Ostern. Also eine schöne Karte. Und hier hinten drauf finde ich mega schöne Idee. Dieses Oval als Ei, wo man noch liebe Grüße reinschreiben kann. Mit einer Blume verziert. Ganz toll gemacht, liebe Monika. Vielen Dank dafür. So, die nächste Einsendung. Die habe ich bekommen von der Claudia. Die Claudia hat eine sogenannte Rocker-Card geschickt. Ihr kennt sie alle, habe ich neulich auch ein Video dazu gemacht. Es gibt ja auch verschiedene Rocker-Karten. Diese hier ist ganz klassisch aus 2 Kreisen gemacht, dann einmal gefalzt und dann hier Rocker-Card oder Schaukelkarte auch im Deutschen genannt. Mega schöne Idee. Hier mit diesem wunderschönen Papier aus einer Kreisstanze mit Wellenkante. Ein schönes goldgeprägtes Papier und hier haben wir frohe Ostern, ein wunderschönes Designerpapier als Kreisaufleger und dann hier noch diesen süßen kleinen Hasen und Blümchen und Zweige ausgestanzt aus dem Designerpapier, also ganz toll gemacht hier in Grün, Braun und Blautönen und eine schöne Sache gerade für Ostern zur Dekoration, zum Hinstellen auch, finde ich mega schön. Hier innen hat man dann noch Platz für liebe Zeilen. Ganz toll gemacht, liebe Claudia. Ich danke dir von Herzen. So, die nächste Einsendung, die kommt von der Doris, Doris B. Und hier glitzert und schimmert es. Seht ihr das?
Das war mal ein wunderschönes Stempelset im Jahreskatalog mit den Tulpen. Oder haben wir es noch drin? Ah, ich glaube, wir haben es sogar noch drinnen. Genau, da gab es auch eine Handstanze dazu früher. Und ja, ich glaube, wir haben es noch drin. Ah, oh, siehst du, Erinnerung. Ich habe es schon lange nicht mehr benutzt. Und es ist eigentlich so schön, gerade jetzt für den Frühling und Ostern. Mega schön. Ja, hier schön mit Wink of Stella. Seht ihr es? Die Blüten koloriert, sodass sie wunderschön glitzern und schimmern. Und hier die Tulpen. Also es passt ja wunderbar zu Frühling und zu Ostern. Diese Tulpenmotive. Olivgrün im Hintergrund. Das müsste wahrscheinlich glutrot sein. Oder ist es Farngrün? Könnt ihr auch sehen. Ja, ich denke eher Olivgrün. Ja, Farngrün verlässt uns leider auch. Och, ich könnte schon wieder weinen. Na gut, aber wie gesagt, es kommen wunderschöne neue Farben. Ja, frohe Ostern, weit und breit und eine schöne Frühlingszeit. Sehr schöne Karte. Vielen Dank, liebe Cindy. Doris, Entschuldigung. Eine weitere Rockercard hat uns geschickt die liebe Rosemarie B. Schaut mal, hier haben wir es genau umgekehrt. Hier haben wir einen Kreis ganz normal ausgestanzt, obendrauf einen Kreis mit Wellenkante. Also der Kreis ist in einer, das müsste, was war das mal? Eine wunderschöne Farbe, mir fällt jetzt der Name nicht ein. Blauregen? Nee. Ist egal, es war eine wunderschöne Farbe, hat mir sehr gut gefallen. Hups, jetzt fällt es hier ab. Ist aber schade. Ich klebe das nochmal nachher hin. Also es gehört hier oben hin, glaube ich jedenfalls. Oder war es hier unten? Ich würde es hier oben reinsetzen, glaube ich. Ja, und hier haben wir ein schönes Designerpapier und nochmal obendrauf ein weißes Papier. Das ist geprägt. Wir haben so eine Stanze, die nur Blätter prägen kann. Also es wird nicht gestanzt und gibt so einen schönen Hintergrund. Und dann hat hier die liebe Rosemarie viele, viele Zweige ausgestanzt, verschiedener Art in Grüntönen, kleine Blümchen und hier auch in Pergamentpapier. Eine schöne Schleife, ganz toll gemacht. Und dieses Küken ist doch der Hammer, ne? Total süß. Eierchen gestempelt und gestanzt und frohe Ostern. Eine wunderschöne Rockerkarte. Sehr, 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 sehr schön. Und dann hat mir die liebe Rosemarie noch eine Teeverpackung geschickt. Schaut mal, die habe ich neulich auch als Video eingestellt, diese Teeverpackung. Vielen Dank hat sie mir geschickt, weil ich trinke ja so gerne Tee, wisst ihr ja. Genau. Und hier vielen Dank. Und genau, diese Verpackung habe ich neulich mal als Video eingestellt. Könnt ihr mal gucken auf meinem Kanal. Dankeschön, liebe Rosemarie. Und genau. Das Stempelset ist Henne. Das sind ältere Stempel, ne? Und genau. Was haben wir hier? Gesticktes Laub. Und schmückt den Kranz. Also verschiedene Stanzformen und so weiter von Stampin' Up. Vielen Dank, liebe Rosemarie. Schön, dass du dabei warst. Und lieben Dank für dein Goodie. Weiter geht es mit einer Karte von der Isa H. Und die liebe Isa hat diese schöne Osterkarte hier geschickt. Und zwar seht ihr hier einmal ja, Designerpapier verziert. Ich mache erstmal hier die Schleife ab in diesem schönen Orangeton. Und diese Karte geht aufzuklappen in dieser Art. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das nicht auch sogar eine Funfold-Karte ist. Ich kann es jetzt gar nicht beschreiben. Auf jeden Fall ist es eine sehr schöne Kartenform. Und wir haben hier innen weißen Farbkarton, hier in diesen schrägen gefaltet an der Seite. Und hier Designerpapier schön geprägt, so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Mit kleinen Blümchen und hier haben wir auch ein Stempelset, ein früheres von Stampin' Up mit diesem schönen Entchen. Ostergrüße und kleine Blümchen und wir haben hier auch schöne Osterfarben wie diesen Orangeton und dieses Grün. Sehr, sehr schön gemacht. Vielen Dank, liebe Isa. Eine wunderschöne Osterkarte von dir. So, es geht weiter. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Von der Andrea Z. kommt diese süße Osterkarte hier. Ein aktuelles Stempelset aus dem jetzigen Mini-Katalog. Ich liebe es. Wunderschön. Und zwar alle Wetter, glaube ich, heißt das.
Mega schön. Und dieser Hase passt natürlich perfekt zu Ostern. Hast du auch wunderschön koloriert, Andrea. Und im Hintergrund dieses Stempel, diese Blümchen sind auch aus dem gleichen Stempelset, alle Wetter. Und hast du dir hier einen Aufleger, ein Designerpapier selber gestempelt. Auch das ist eine super schöne Idee. Also der Stempel ist, glaube ich, so groß. Und dann mehrmals gestempelt und schön koloriert. Sieht ganz, ganz toll aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und hier ein kleines Oval. Frohe Ostern. Sehr schön gemacht. Dankeschön, liebe Andrea. Weiter geht's mit einer Einsendung von der Christine. Und die Christine hat diese süße, schöne Osterkarte hier geschickt. Die sind ja mega, diese kleinen Ausstanzungen hier. Die sind nicht von SU, aber mega schön. Ich glaube, die sind von Kreativdepot, oder? Also ich habe die schon mal gesehen. Die sind auf jeden Fall total süß. Finde ich mega klasse. Hier mit schönem Designerpapier. Und auch das ist eine tolle Idee. So kann man auch Designerpapierreste verarbeiten. Einfach eine Bordürenstanze nehmen und dann hier mehrere Reste hintereinander gefächert kleben. Das schaut mega, mega schön aus. Und hier unten dann frohe Ostern. Ganz, ganz süß gemacht. Hier innen nochmal ein Einleger in Weiß. Und hier noch ein kleines Stückchen Designerpapier ausgeschnitten. Ganz tolle Idee. Und die liebe Christina hat mir noch liebe Grüße geschickt hier mit diesem schönen kleinen Kärtchen. Und dieses Designerpapier ist übrigens von dem vorherigen Alle Wetter. Und das ist doch auch total süß, oder? So kann man auch Designerpapierreste für so kleine süße Kärtchen verwenden. Vielen Dank für die lieben Zeilen, Christine. Christine ist übrigens aus Österreich. Und ja, schön, dass du dabei bist. Vielen Dank. So, weiter geht es mit einer Einsendung von der lieben Kirsten. Die Kirsten hat diese wunderschöne Karte hier geschickt. Mega, mega schön. In Rosetönen einen Umschlag hier bestempelt mit Blüten. Und hier schaut euch mal dieses mega tolle Osterei an. Hammer, oder? Das ist mit einer Prägung und dann das Ganze mit Wink of Stella koloriert und das schimmert und schillert. Sehr, sehr edel. Total klasse. Und hier im Hintergrund hat die Kirsten verschiedene Aufleger ausgestanzt und übereinander geklebt. Und auch die Karten, der Kartenrohling selber hat hier eine Prägung. Sehr, sehr schön. Und hier unten haben wir dann Ausstanzungen von Zweigen und Blüten aus Pergamentpapier. Und hier haben wir nochmal mit Weiß embossed so Kleckse und Pünktchen. Finde ich eine sehr schöne Idee. Hier unten auch das Etikett auf Pergamentpapier mit Rosé-Ton embossed. Mega schön, das sieht sehr, sehr edel aus. Und eine kleine Schleife. Ganz, ganz toll. Also es muss nicht immer mega bunt sein, ihr seht das. Auch das sieht sehr, sehr schön aus. Und hier nochmal eine Bordüre ausgestanzt aus Pergamentpapier. Auch eine sehr schöne Idee. Ganz, ganz toll gemacht. Vielen Dank, liebe Kirsten. Und die liebe Kirsten hat mir noch persönliche Grüße geschickt und ein kleines Dankeschön. Das ist auch ganz toll gemacht hier auf geprägten Hintergrund. Also diese Bordürenstanzen liebe ich ja auch gerade für Albenbasteln und so. Aber hier für Karten ist das auch eine mega tolle Idee. Sehr, sehr schöne Idee. Und dann habe ich hier einen gemütlichen Abend mit Honig und einem leckeren Tee. Vielen, vielen Dank. Ihr seid so lieb, echt. Danke sehr. So, es geht weiter. Und zwar mit einer Karte von der Stefanie. Und die Stefanie, ihr seht schon, hat hier ganz, 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 ganz tolle Osterfarben. Ich nenne sie jetzt mal einfach so. Wir haben hier Papaya und hier ein Designerpapier in Grün- und Gelbtönen. Wir haben hier eine, wie heißt der? Mein Gott, keine Bordüre, vor lauter Bordüren, wie heißt das denn? Na, ihr wisst schon, eine Banderole, jetzt habe ich's. Und wenn wir die Karte aufklappen, schade, dass du nicht dazu geschrieben hast, Stefanie, was das für eine Kartentechnik ist. Aber die ist auch mega, mega schön. Hier steht es auch nicht, nee. Aber ganz, ganz toll gemacht hier. Ihr seht das mit diesem ausgestanzten Fenster und dann hinten durchgefädelt. So eine ähnliche Karte habe ich mal auch gemacht auf meinem Kanal. Also mega, mega schön. Und was ich auch süß finde, sind diese Osterhäschen hier. Das ist auch eine Stanzform, leider nicht von Stampin' Up. Sehr, 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 sehr schön. Und viele schöne Designpapiere hier verwendet in Gelb, Grün und Tönen und unser Papaya von Stampin' Up. Eine schöne Osterzeit. Also ganz, ganz süß gemacht. Also ihr seht schon, allein mit Designpapieren, die wunderschöne Motive haben, kann man hier schon ganz, ganz viel machen.
Sehr, sehr schöne Karte und die lässt sich hier so auf dieses schmale, längliche Maß schön zusammenfalten. Tolle Idee. Vielen Dank, liebe Stefanie. Es geht weiter mit einer Karte von der Manuela. Und zwar hat die liebe Manuela uns diese schillernde, schöne, glitzernde Karte hier geschickt. Und zwar haben wir hier auch wieder Grüntöne, Aufleger, zweifach ausgestanzt, einmal aus einem gräulichen Farbkarton und hier nochmal aus Designpapier. Dieses Designpapier ist wunderschön geprägt hier mit diesen Goldtönen. Halte ich die Karte eigentlich zu hoch? Seht ihr die gut? Ich hoffe es. Nicht, dass ihr die Hälfte immer nicht seht. Ich bleibe jetzt mal hier unten. Ich glaube, das ist besser. Ja, und dann haben wir hier unser Osterhäschen aus dem Stempelset Osterhase von Stampin' Up. Mit dem habe ich auch für morgen ein schönes Video geplant. Und lasst euch mal überraschen, eine schöne Goodie-Verpackung. Da habe ich auch dieses Set wieder verwendet. Das ist einfach mega schön. Ja, und hier haben wir unsere Narzisse. Auch dieses Set ist aus dem Katalog, Jahreskatalog von Stampin' Up. Mit dieser Narzisse. Das ist ein wunderschönes Set übrigens. Da gibt es auch Stanzformen dazu. Und das ist natürlich für Ostern prädestiniert. Auch dieser Schmetterling dabei. Hier in dieser schönen Vase drin. Das gehört zu einem anderen Stempelset, aber wunderschön gemacht. Und hier innen frohe Ostern. Eine wunderschöne Karte. Vielen Dank, liebe Manuela. So, es geht weiter mit einer Karte von der Christiane. Und die Christiane hat diese süße, schöne Karte hier geschickt. Diesen Hasen kennt ihr bestimmt alle noch. Das ist ein Stempelset aus vergangenen Jahren von Stampin' Up. Ich fand den auch mega knuddelig. Und hier haben wir eine weiße Grundkarte, einmal nach oben zu öffnen. Auch das mal was anderes. Hier mit einem Designpapieraufleger. Und ihr seht, wie das schimmert und glitzert. Und den Rand hat die Christiane nochmal mit einem Stift umrahmt. Das ist auch eine sehr schöne Idee. Habe ich übrigens hier bei meiner Fancy Fold Card hier auch gemacht. Schaut mein Video von gestern, dann zeige ich euch hier, wie das geht. Dann hebt sich das nämlich auch nochmal ein bisschen ab. Einfach mit einem Stampin' Right Marker nochmal umranden. Ja, frohe Ostern, ihr Hasen. Ein wunderschöner Spruch. Finde ich mega toll. Und dieses kleine Bienchen dazu. Und hast du schön mit Aquarellstiften koloriert. Vielen Dank, liebe Christiane. So, eine weitere Karte habe ich bekommen von der Caroline. Und die Caroline hat hier auch eine süße, schöne Idee mitgeschickt. Und zwar hat sie hier einmal vorne aus Papier diese Wiese ausgeschnitten. Kann man ja einfach mit der Schere so machen. Finde ich mega süß. Das Ganze hier so als Tasche gearbeitet und dann im Hintergrund diese zwei Hasen ausgestanzt. Und hier unten Frühlingsduft liegt in der Luft. Frohe Ostern. Sehr schöne Karte. Und natürlich richtig schöne Osterfarben hier gemacht. Sehr, sehr schön. So, weiter geht es mit der Brigitte. Die Brigitte hat diese wunderschöne Osterkarte geschickt. Ach du liebe Zeit, ist das der Hammer. Schaut euch das mal an. Und zwar sind das so 3D-Sticker. Die sind ganz bunt und ja, glitzern hier noch. Die haben lauter Glitzer drauf. Sind die nicht goldig? Mega. Also das sind so fertige 3D-Sticker, die man kaufen kann. Nicht bei Stampin' Up. Hier das Häschen, ist es nicht goldig? Mega schön. Und hier haben wir einen Aufleger mit einem Prägefolder. Und den hat dann die Brigitte, ich nehme mal an, mit Schwämmchen geinkt in verschiedenen Farben. Das sieht auch sehr, sehr schön aus. Zum Osterfest ein lieber Gruß. Und hier im Hintergrund sind nochmal so, da gibt es so Sticker auch, die gibt es hier von denen mit dabei, wo man so Streifen aufkleben kann, die glitzern. Und daraus stammt hier auch innen diese Bordürenaufkleber. Das sind so Aufklebersets, ne? Aber schön, 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 schön. Danke, liebe Brigitte. So, dann geht es hier weiter mit der Claudia. Und die Claudia hat uns diese süße Osterkarte geschickt. Schaut mal her. Eine Karte, auch hier wieder mit dieser Prägung. Das ist so geprägtes Papier. Dann haben wir hier einen Hintergrund, ja, limetteartiges Papier, sehr, sehr schön. Limette kommt übrigens wieder, ich freue mich sehr. Und hier geprägt mit einem wunderschönen Prägefolder, finde ich ganz toll mit diesen Kreisen. Hier haben wir wieder ein Stückchen Designerpapier von Hand gemalt, das habe ich ja sehr geliebt. Und hier ist wieder diese Osterhase aus dem Set. Osterhase, da gibt es eben diese passende Handstanze dazu. Und hier haben wir so ein kleines Pom heißen die, glaube ich, gell?
als Wuschelschwänzchen hier von unserem Hasen. Den kann man auch einfarbig ausstanzen, macht mega was her, ist eine schöne Handstanze von Stampin' Up. Und hier Ostergrüße. Und hier seht ihr unsere kleinen Gänseblümchen. Das sind so Fimo-Teilchen zum Aufkleben. Die gibt es auch im Katalog. Werden übrigens übernommen, freue ich mich sehr drüber. Ja, vielen Dank, liebe Claudia. Meine Stimme versagt, sorry. So, und jetzt kommt eine Karte von der Gitte. Und die Gitte hat hier eine wunderschöne Idee. Und zwar ist das hier eine Stanze von Stampin' Up. Die gab es früher mal mit diesem Fenster. Passt hier wunderbar, finde ich. Im Hintergrund einen Kirschzweig, schön koloriert mit Schmetterlingen. Und hier auch Schmetterling, hier kleine Ostereierchen aus Designpapier und Farbkarton. Und hier haben wir dieses kleine knuffige Häschen wieder von vorhin. Das war mal ein Stempelset aus den letzten Jahren. Und im Hintergrund, die Grundkarte hat die Gitte hier geprägt mit einem Prägefolder Mauer. Das passt wunderbar, mega schön harmonisch alles zusammen. Ostergruß hier unten, eine sehr, sehr schöne Karte. Und innen nochmal ein Aufleger und hier kleine Ostereier gestempelt mit ganz viel Platz für liebe Zeilen. Also eine mega schöne Karte. Also ihr seht, unsere Katalog, also unsere Sachen im Katalog sind so vielseitig. Also nicht unbedingt, man braucht nicht unbedingt immer ein Osterset, sondern man kann auch einfach ja sowas machen, weil Frühling, Ostern, das passt ja alles zusammen und also mega tolle Idee. Also wenn ihr nicht unbedingt Ostereier oder Osterhasensets zu Hause habt, kann man doch sowas auch machen. Ne? Mit schönen Blumen und Schmetterlingen, alles was mit Frühling zu tun hat, passt wunderbar. Vielen Dank für diese tolle Idee, liebe Gitte. Weiter geht's mit einer Karte von der lieben Rose. Die Rose T. Rose, ein wunderschöner Name. Und die liebe Rose hat hier eine wunderschöne Idee. Und zwar haben wir hier dieses schöne Designerpapier, was wir jetzt aktuell im Mini-Katalog haben. Jetzt fällt mir der Name nicht ein, florale Kunst, glaube ich, oder so ähnlich. Mega schönes Designerpapier. Und hier haben wir kleine Häschen, die hier vor diesem großen Ei sitzen, haben hier eine Wiese, ein Blümchen und hier vorne frohe Ostern und hier im Hintergrund nochmal ein schönes Ei bestempelt mit kleinen Röschen und die Häschen sitzen hier vor diesem Osterei. Ganz toll gemacht. Hier oben fliegen Schmetterlinge, also Schmetterlinge passen ja immer zu Ostern und ein schönes aquarellfarbenes Designerpapier im Hintergrund. Also eine süße, schöne Idee. Und wenn ihr so eine Eierstanze nicht habt, das kann man auch einfach so oval, ja, so ein bisschen wie ein Ei aufzeichnen. Und es gibt auch Vorlagen im Netz, wo man sich dann das ausschneiden kann. Also sehr, 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 sehr schöne Idee, liebe Rose. Und die liebe Rose hat mir noch persönliche Ostergrüße geschickt. Ganz, ganz lieb von dir. Eine wunderschöne kleine Osterkarte von der Rose. Lieblingsduft liegt in der Luft. Frohe Ostern. Hier auch mit diesen kleinen Tulpen passen ja auch immer wunderbar zu Ostern. Und hier nochmal dieser kleine Hase mit dem Ei. Ganz, 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 ganz lieben Dank für diese persönliche Osterkarte, liebe Rose. Dankeschön. So, weiter geht es mit einer Osterkarte von der lieben Nicole. Und die Nicole hat hier eine wunderschöne Narzisse gestempelt, ausgestanzt und wunderschön koloriert und auch mit Wink of Stella verziert. Hier haben wir ein Etikett, finde ich mega schön. Bekommen wir übrigens auch demnächst sowas Ähnliches, lasst euch überraschen. Frohe Ostern und hier haben wir nochmal Narzissen gestempelt und ihr seht im Hintergrund hier mit Gold diese Kleckse, sieht edel aus. Wunderschön. Und mal was anderes hier, die Kartenecken abgerundet, auch sehr, sehr schön. Eine schöne zitrusartige Farbe hier, der Farbkarton gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, vielen Dank, liebe Nicole. Es geht weiter mit einer Karte von der lieben Dorothee. Und die Dorothee hat diese wunderschöne Karte hier geschickt. Mega. Wir haben eine neue Stanzform hier mit diesem, ja,
Passepartout, was man sich stanzen kann, finde ich mega schön, macht unglaublich was her. Im Hintergrund haben wir hier dieses schöne Designerpapier aus der letzten Celebration. Das war eine Celebration-Prämie. Dieses Papier ist mega, mega toll. Also ich habe mir da auch noch ein bisschen Vorrat auf die Seite gelegt. Man hat da so tolle Hintergrundmotive für Karten. Das passt natürlich für Ostern ganz klasse. Hier haben wir unsere kleinen Schmetterlinge in der matten Goldoptik. Die findet ihr im Hauptkatalog. Und hier der Spruch frohe Ostern. Und innen, schaut euch mal diesen süßen Stempel an, der ist doch mega, oder? Ganz tolle Klasse, diese Osterhäschen sind mega klasse. Vielen, vielen Dank, liebe Dorothee. Und die Dorothee hat mir noch was gebastelt, schaut mal, hat sie mir noch mitgeschickt. Das ist voll süß. Ups, ah, schade, da ist die eine Kugel hier unten zerbrochen. Wahrscheinlich im Umschlag hat die Post wieder zu sehr geworfen und gedrückt. Aber ich habe welche da, kann ich mir neu drauf machen. Also mega süß, oder? So eine schöne Idee. Das ist ein Oval quasi, was man dann zusammenklappt und hier dann dieses süße Hühnchen draus macht. Total schön, oder? Vielen, vielen Dank, liebe Dorothee. Ganz lieb von dir. So, weiter geht's mit einer Karte von der Ulrike. Ja, leider weiß ich nicht, welche Ulrike das ist, weil hier war kein Familienname dabei, auch nicht auf dem Umschlag. Aber trotzdem vielen Dank, liebe Ulrike, für diese wunderschöne Osterkarte. Die Ulrike hat hier ganz, ganz viele Ostereier ausgestanzt, aus Designerpapier, aus Farbkarton und diesen Farbkarton dann auch wunderschön geprägt. Das ist auch eine tolle Idee. Hier unten eine Schleife drum gemacht, ein kleines Häschen ausgestanzt und im Hintergrund haben wir hier ein Stempelmotiv und nochmal einen Aufleger auf dieser wunderschönen zitrusartigen Karte und hier innen haben wir nochmal ein paar kleine Eierchen. Ganz, ganz süß gemacht und natürlich Federn. Federn passen zu Ostern immer. Wunderschön gemacht, ganz tolle Idee. Ja, und dann hat mir die liebe Ulrike noch diesen kleinen Teebeutelchen hier, diese Verpackung gebastelt. Mega schön, ganz süß gemacht aus Designerpapier. Ja, vielen, vielen, vielen Dank, liebe Ulrike. Es geht weiter mit einer Karte von der Elke. Elke J. Und die Elke hat eine ganz schöne kleine quadratische Karte hier gebastelt. Wir haben im Hintergrund ein kleines rosa gepunktetes Designerpapier. Dann haben wir einen Aufleger, der an den Rändern hier so auf Vintage, auf alt gemacht ist. Also da sind die Ränder so geschreddert. Ja, also das kann man mit einer Schere machen. Es gibt aber auch Tools dafür, wo man da so mehrmals hin und her und dann sieht das so wie abgerissen aus. Sieht ganz, ganz toll aus, macht mega was her. In der Mitte haben wir hier einen Blütenkranz. Das ist, glaube ich, aus einem Designerpapier. Sieht nicht aus wie gestempelt. Zwei Osterhäschen ausgestanzt, ein kleines Vögelchen und noch so ein paar Dots hier aufgesetzt. Und fertig ist die süße Osterkarte. Ganz, 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 ganz toll. Ja, vielen Dank, liebe Elke. Jetzt geht es weiter mit einer Karte von der Carola. Und zwar hat die Carola hier eine Karte gemacht aus Designerpapier. Das ist etwas festes Designerpapier, was hier überall diese Prägung hat und hier auch glitzert und leuchtet mit Blümchen und Vögelchen. Hier vorne ein Etikett Happy Easter. Und wenn man die Karte aufklappt, tada, dann kommt hier dieses Pop-Up-Element heraus. Das ist eine Art Pop-Up-Karte. Und ja, hier innen haben wir ein schönes Häschen. Hier ein gebrochenes Ei mit Hasenohren, Eierchen und hier steht Happy Easter. Das sind Aufleger, die so ein bisschen geprägt sind und dann schön koloriert mit Aquarellbuntstiften. Ganz toll gemacht. Hast du sehr schön gemacht, liebe Monika. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wunderbar. Dankeschön. Weiter geht es mit einer Karte von der Birgit, meine Namensvetterin. Ja, und auch das eine super schöne Idee. Hier mit diesem Aquarell-Hintergrund. Dann haben wir hier Gräser gestempelt, Ostereier ausgestanzt. Und hier vorne diesen Hasen kennt ihr bestimmt auch noch. Ist auch ein Stempelset aus vergangenen Zeiten von Stampin' Up. Sowas ist ja zeitlos, kann man sich immer behalten und immer gut gebrauchen. Und bei diesem Hasen braucht man eigentlich gar nicht viel kolorieren. Der hat noch ein kleines Blümchen hier hinbekommen. Und dann hier vom Osterhasen, ein kleiner Osterkuss vom Osterhasen. Ja, und wenn man das aufmacht, sind hier innen auch noch ein paar kleine Eierchen ausgestanzt und aufgeklebt.
Sehr, sehr schön, liebe Birgit. Jetzt kommt eine Karte von der Kerstin. Und zwar hat die Kerstin hier, das muss ich euch mal kurz zeigen, einen schönen Umschlag auch dazu gebastelt. Und zwar aus Pergamentpapier. Ist das nicht eine schöne Idee? Schaut mal, dieses Herz hier zum Zuklemmen. Und hier hat sie dieses aus Pergamentpapier gebastelt und hier oben eine Wellenkante. Und wenn man das dann hier aus der Verpackung, aus dem Umschlag holt, hier vorne ist der übrigens mit einem 3D-Sticker verziert, dann kommt hier dieses schöne Kärtchen raus. Schöne Idee, Kerstin. Hier haben wir auch eine kleine quadratische Karte mit einem schimmernden Papier in rosa, lila Tönen gehalten. Nochmal ein Aufleger aus Designerpapier und dann hier diese Idee mit dem Pergamentpapier, finde ich ganz toll. Seht ihr das? Hier als Sechseck oder Achteck sogar. Ja, und darauf gestempelt, muss man aber sehr gut trocknen lassen, weil auf Pergamentpapier dauert das sehr lange und am besten vielleicht mit einer Archivtinte machen und dann schön koloriert. Dann hat sie die Häschen ausgestanzt aus einem Designerpapier und hier vorne noch ein paar Zweige und Perlen ganz, ganz süß gemacht. Schleifchen drauf und fertig. Also sehr schöne Idee hier mit dem Pergamentpapier und hier innen noch ein paar Papierreste verarbeitet. Sieht gleich richtig, richtig schick aus. Also tolle Idee, liebe Kerstin. Mega, mega. Vielen Dank dafür. Dann habe ich hier eine Karte von der Agathe. Und die Agathe hat diese süße, schöne Osterkarte geschickt. Schaut mal, die haben wir auch mal im Sortiment gehabt. Ganz, ganz süße kleine Küken. Die sind so entzückend. Ganz, ganz toll. Osterpost, dieser Stempel ist nicht von SO, aber ein schöner, schöner Stempel, wie ich finde. Und hier haben wir mehrere Aufleger, immer abwechselnd in Weiß und das müsste Fräsenlila sein. Und dann gestempelt, mehrmals Ostergrüße, 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 eine super schöne Idee, finde ich mega schön. Mit gestitchten, also mit Stickrahmen, Rechtecken ausgestanzt. Und dann diese süßen Küken koloriert. Total süß. Hier innen noch Eierchen gestempelt. Mega Idee. Vielen Dank, liebe Agathe. So, und die vorletzte Einsendung, die kommt von der Sandy Z. Und die liebe Sandy hat diese Karte hier geschickt. Auch das eine mega coole Idee. Die Sandy hat eine Grundkarte in Weiß gemacht, hat dann einen Aufleger in einem Orangeton gemacht. Die Farbe kenne ich jetzt nicht. Dann aus einem Designpapier einen passenden Aufleger und hier dreimal mit einer Handstanze oder auch einer normalen Stanzformen diese drei Gucklöcher gestanzt und dann diese Häschen hier reingesetzt. Mega coole Idee. Ganz, ganz toll. Am goldigsten finde ich den hier mit der Möhre. Das ist auch eine super schöne Idee hier mit dem Stummelschwänzchen. Ganz, ganz süß gemacht. Und hier innen haben wir dann frohe Ostern, ihr Hasen, und nochmal ein Designerpapierrest verarbeitet. Und dann muss ich mal gucken, die liebe Sandy hat hier noch was eingepackt. Das mache ich mal mit euch auf. Was haben wir denn da? Ach Gott, wie schön! Auch aus Keraflott oder Resin gegossen, dieses kleine Osterhäschen, die Form habe ich übrigens auch, diese Silikongießform. Von Raya ist die ganz, 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 ganz toll. Und ihr seht auch hier, man kann hier das Ganze auch bemalen mit Alkoholmarkern. Ganz, ganz süße Idee. Ach, wie lieb. Sehr, sehr schön. Vielen Dank, liebe Sandy, als kleines Ostergeschenk für mich. Ganz, ganz lieb. Ganz, 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 ganz toll. Ihr seid so lieb. Dankeschön. Ja, und jetzt kommt meine letzte Einsendung. Und das ist die größte. Ich hole das mal alles raus. Eine ganze Tüte voll. Und das kommt von der lieben Dolores. Die Dolores hat sich ganz viel Arbeit gemacht. Liebe Dolores, vielen Dank. Einmal hat die Dolores hier diese schöne Osterkarte geschickt. In quadratischer Form. Und ihr seht schon, wir haben es hier mit einer Pop-up-Karte zu tun. Mega schön. Ich fange mal hier vorne an. Wir haben ein quadratisches Kartenrolling in Weiß. Dann haben wir hier dieses bezaubernde Designerpapier von der letzten Celebration verarbeitet. Ich sage es euch, dieses Papier ist wirklich mega. Da braucht es gar nicht mehr viel dabei. Dann haben wir hier, das dürfte noch Wassermelone sein, wenn ich mich nicht irre. Oder ist es eine der letzten
in Colorfarben, Magenta, Rot, glaube ich, war es. Könnte es auch sein. Und hier einen schönen Kranz im Hintergrund. Liebe Grüße vom Osterhasen. Ganz süße kleine Häschen. Und wenn wir die Karte aufklappen, seht ihr hier diese Pop-Up-Technik. Ganz, ganz toll. Hier mit diesem Hasenstempelmotiv. Das kennt ihr alle auch von Stampin' Up aus vergangenen Jahren. Hier auch ganz süß. Ne? Das war alles aus diesem Set. Hier wunderschön mit Gras. Ach Gott, hast du dir eine Arbeit gemacht. Hier mit diesen wunderschönen Gänseblümchen. Das sind diese Fimo-Blümchen, die ich meinte, die jetzt im Sortiment von uns sind. Die kann man so auf, das sind so kleine Fimo-Scheiben, ne, die man hier dann aufkleben kann. Ein Osterkörbchen, ganz, ganz viel Arbeit hast du dir hier gemacht, mit viel Liebe. Und hier rechts haben wir Platz für liebe Grüße, fröhliche Eiersuche. Und hier im Hintergrund nochmal dieses wunderschöne Designerpapier verarbeitet. Ich sag's ja, das ist unglaublich wertvoll, dieses Papier, weil man ganz tolle, schöne Hintergründe machen kann. Auch hier, ne? Das ist alles dieses Designerpapier aus der Celebration. Das ist diese Karte. Dann hat mir, also das ist die Einsendung für die Challenge, gell? Lieben Dank, liebe Dolores. Dann hat mir die Dolores noch eine wunderschöne Osterkarte geschickt, für mich persönlich. Zusammen mit diesen ganzen Geschenken hier. Ich zeige es euch gleich nach und nach. Es ist wirklich, wirklich, wirklich ganz, ganz lieb. Und zwar hat die liebe Dolores mitbekommen, ich hatte einen Computerausfall, deswegen war es bei mir auch etwas ruhig, so ungefähr eine Woche. Mein Computer hat überhaupt nicht mehr funktioniert, der ist hochgefahren, abgestürzt, ich konnte wirklich gar nichts mehr machen. Und mein Computer Fritz hat sich da auch schwer getan, bis wir da was gefunden hatten. Wir dachten erst, das ist ein Virus. Und Gott sei Dank war es das dann nicht. Aber so richtig die Ursache haben wir jetzt noch nicht gefunden. Er funktioniert jetzt wieder, stürzt aber trotzdem noch ab und zu mal ab. Ja, so ein, zweimal am Tag. Also wir müssen da noch weitersuchen. Aber zumindest funktioniert er jetzt wieder einigermaßen, weil da ging nämlich gar nichts mehr. Und ich konnte auch nichts mehr machen. Und jetzt hat die Dolores mir noch ein Trösterli geschickt. Finde ich ganz süß. Also zu Ostern und als Trösterli. Lieben Dank, liebe Dolores. Das ist so lieb von dir. Also ihr seht hier, eine wunderschöne Ausstanzung vom Osterhasen. Das sind alles ausgestanzte Formen. Leider nicht von SU. Also das wäre auch mal eine schöne Idee, liebes Stampin' Up Team, mit so einem wunderschönen Ausstanzung hier. Auch der Prägefolder ist sehr schön. Frohe Ostern überall. Und dann liebe Grüße. Dann hat mir die Dolores eben hier für dich als Trösterli diese wunderschöne Geschenkverpackung geschickt. Hier ist das nicht eine schöne Ausstanzung, dieser Hase. Ist der nicht süß? Ganz, ganz toll hier mit Nylongarn. Das wünsche ich mir ja auch, dass wir das mal bei Stampin' Up ins Programm kriegen. Nylongarn ist einfach was Fantastisches. Und dann hat sie mir hier süße Leckereien rein. Ganz, 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 ganz lieben Dank. Total süß. Ja, und dann hat sie mir noch so für Karten, für Kommunionkarten, so Sticker geschickt. Ganz toll. Und diese mega schönen Osterservietten, schaut sie euch mal an, die sind ja der Hammer. Die sind so toll. Also vielen, vielen, vielen lieben Dank, liebe Dolores. Du hast mich total verwöhnt und das ist ein wirklich tolles Trösterli. Danke, danke, danke. So, ihr Lieben, das war nun auch die letzte Einsendung. Es waren wunderschöne Beiträge dabei. Ihr seid wirklich der Hammer. Und jetzt kommen wir natürlich zur Auslosung der Gewinnerin. Das ist der Gewinn hier. Meine Tunnelkarte, meine Osterkarte und dieses schöne Stempelset. Nichts geht über. Und ich ziehe jetzt die Gewinnerin. Ihr seid hier alle im Lostopf. Verdient habt ihr es alle. Und ihr wisst ganz genau, ich würde am liebsten euch allen etwas schenken. Das geht aber leider nicht. Aber bleibt einfach immer dabei. Irgendwann klappt es auch bei euch mal. So, und los geht es. Die Gewinnerin ist, es waren ja alles nur Mädels, Stephanie P. Punkt. Herzlichen Glückwunsch, liebe Stephanie. Das ist dein Gewinn. Diese Karte und dieses Stempelset bekommst du von mir zugeschickt. Melde dich bitte bei mir, Stephanie P. Und schick mir deine Adresse, so kann ich dir deinen Gewinn zuschicken. Alle anderen bitte, 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 bitte nicht traurig sein, sondern einfach weiter mitmachen. Hier ist die nächste Challenge. Ich habe sie am Anfang vorgestellt. Gestalte eine Funfoil-Card. Es gibt ganz viele verschiedene. Schaut euch mal um im Netz. Auch ich habe schon
Anleitungen gemacht, die verlinke ich euch unter dem Video. Einsendeschluss ist Donnerstag, der 27. April. Das Video kommt am Freitag, den 28. April. Und das ist euer Gewinn. Ein niegelnagelneues Set Sommerblüten-Stanzformen. So sieht es aus. Niegelnagelneu eingeschweißt. Und meine Funfold-Card, nämlich eine Flying Finch Funfold-Card, die bekommt ihr von mir obendrauf. Also, macht wieder mit, meldet euch an. Den Link zum Anmelden findet ihr unter dem Video. Ich freue mich ganz doll auf euch. Allen Dankeschön, die hier dabei geblieben sind bis zum Schluss. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr für die Mädels hier unter dem Video ein paar liebe Kommentare schreibt und vielleicht auch mal schreibt, welche Karte euch am besten gefallen hat, weil die Arbeit haben ja sich die Mädels gemacht. Deswegen bitte, bitte ganz liebe Kommentare. Das wäre ganz lieb von euch, wenn ihr die Mädels hier unterstützt und euch bei den Mädels bedankt, die hier ganz zahlreich diese tollen Karten eingeschickt haben. Ich freue mich natürlich auch über ein Däumchen nach oben oder wenn ihr meinen Kanal abonniert. Dazu drückt ihr einfach das Glöckchen. Ja, und ich sage Danke an alle und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Birgit. Ciao.